führt zum Verstoß gegen gute demokratische Standards auch hier im Hause. Adler. Dieser Bericht ist in seinem ganzen Duktus gegenüber Ungarn ungerecht wie kaum etwas. Er erinnert mich fatal an die damals von den Sozialisten bestellte Aktion der drei Weisen aus dem Euroland im Jahre 2000, als in Österreich eine Regierung vom Volk gewählt wurde in freier demokratischer Wahl, die den Sozialisten nicht gepasst hat. Weder Österreich noch Ungarn noch irgendein anderes Land dieser Europäischen Union ist eine Kolonie dieser Europäischen Union. Das, was hier gemacht wird, ist ein neuer Eurokratenkolonialismus, der wirklich an die EU-DSSR erinnert. Und daher ist dieses Kürzel mittlerweile mehr als angebracht. Wie hätte dieses Parlament und die Europäische Union reagiert, wenn Viktor Orban einen öffentlichen Sender geschlossen hätte, wie das in Griechenland passiert ist? Vollkommen verhaltene Reaktion, was Griechenland anlangt. Aber wegen Lächerlichkeiten wird Viktor Orban und das ungarische Volk an den Pranger gestellt. Das ist ein massiv ungerechtes Vorgehen gegen Ungarn und dafür wird Europa noch einen Preis bezahlen. Die EU-Stimmung wird in Ungarn nicht besser werden und auch in anderen Ländern nicht. Der EU-Misskredit wird steigen. Frau Kollegin Dotz. Thank you, Mr. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Präsident, ich habe mich enthalten bei diesem Bericht, weil ich grundsätzlich an die Rechte jedes einzelnen Staats glaube. Aber ich mache mir doch große Sorgen.